Ja, willkommen bei der Petty Rollspiel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Rebellen erledigt sie, alles klar, siebte Mission, bams, schnell. So. Ich habe viel zu viel Zeit für die eine Mission. Ich habe beinahe eine Stunde an dieser anderen Mission gesessen. Und ja. Deswegen will ich jetzt ein bisschen schneller das hier erledigen, ne? Wir sind jetzt auf Tatooine und wir sollen Rebellen erledigen. Kein Ding, jetzt kommen wir erstmal vielleicht eine. Oh. Ein Sniper. Eine einfache Mission, der Raketentrupp leistet. Okay, das sieht jetzt nicht so auf Anhieb schwierig aus. Ehrlich? Würde sagen. Was? Schon nicht mal darüber zu sprechen, hallo? Verdammten Raketenwerfer. Macht der da? Ich bin doch gar nicht in der Nähe. Okay. General Hux. Da wäre so geil gewesen, wenn ich getroffen hätte. Jetzt kommen die wieder. Vier Gegner übrig, jetzt kommen auf einmal 20 auf einmal. Am Anfang suche ich ja noch wie blöd welche. Da ist gerade jemand explodiert. Ja. Ah, komm schon, damit habe ich jemanden getroffen. Irgendjemanden, danke. Und ich. Da wäre jetzt irgendwie geil gewesen, wenn ich tot umgefallen wäre. Wenn er so im Slow Motion mir einen reinhaut. Boah, ich muss voll pinkeln, ne? Das werde ich nicht tun. Weil ich will das hier heute noch schaffen. Letzte Mission hat mich so frustriert, aber ist auch vollkommen egal. Ich werde heute schaffen. Und nicht morgen. Okay, wir haben eigentlich schon morgen. Wir haben jetzt den 23. 1.25 Uhr. Ein Tag vor Weihnachten. Fröhliche Weihnachten übrigens an alle. Nachträglich, weil wenn das hier oben ist, ist schon Weihnachten längst vorbei. Hi. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch alle den neuesten Star Wars Film geguckt. Last Jedi, die letzten Jedi. Ja, mein Lieblingscharakter ist General Hux. Der Schrei an einer Stelle. Ah! Das ist wie mein Charakter aus die Elder Scrolls Online. Und nicht so anmutig. Out. Eingehauen. Diese Pisse. Also bestimmt die Mission, von der der Weg es mich gewarnt hat, die irgendwie schwierig war. Nicht von der er mich gewarnt hat, aber von der er meinte, die wäre schwierig. Ah, verdammt. Kann ich nicht mal einmal so treffen? Wäre voll awesome. Ja, genau so. Ja. Ja. Den Clip muss ich mir sofort raussuchen, wenn irgendwie der Film
Nein, ja, irgendwie, weiß ich nicht, YouTube oder so, ist oder ein paar Szenen davon direkt bei YouTube mal nachgucken. Obwohl, ich werde mir den Film sowieso holen, also ich habe ihn aber noch nicht angeguckt. Ich habe den siebten Star Wars Film, den habe ich hier liegen, der ist noch verpackt. Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Er liegt einfach nur hier irgendwo verpackt. Ich weiß nicht genau, wo er liegt, aber irgendwo liegt da noch verpackt und so. Was? So beschädigt? Ich habe Raketenwerfer auf die geschossen. Na, au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, lauf einfach. Pff. Ja, besser. Ich werde euch heimsuchen. So. Der Vegas meinte irgendwie eine Mission muss man irgendwie Gegner in 10 Sekunden oder so erledigen. So eine ähnliche Mission gab es in der hellen Seite auch. Auf der hellen Seite. Ist das hier auch? Ne? Ach, ein Leben. Das wird schon wieder sehr doof. Aber wir haben 50 Sekunden und schnell wieder Fähigkeiten wiederbeleben. Ja, sehr gut. Und ich bin hier oben, hier nicht. Ich glaube, wir können hier hoch, oder? Bin ich da unter? Guck, guck. Möge die Macht mit euch sein. Wie bitte? Oben. Getroffen. Oh, ich liebe es, wenn ich so treffe. So, ich muss mich jetzt zum Bein, hab so ein Gefühl. Ich schaffe ich nicht in ein Leben, ich schaffe ich nicht in ein Leben. Oh. Schon zwei Treffen. Nein. Wer hat jetzt gewonnen? Ich? Ja, ne? Ja. Eine Mission noch übrig. Also drei Missionen. Sehr gut. War sogar überhaupt nicht lange. Gut, weitermachen. Okay, letzte Mission. Nutze die dunkle Seite. Mal ähnliches wie bei der hellen Seite. Wir haben alle Helden, alle Schurken, ne? Müssen viel machen. Schwache KI. Ist auch nicht eine Mission, okay. Das wird einfach. Wenn ich gerade langsame Fähigkeiten aufladen, schwache KI? Was? Oh. Was? 3 Sekunden. Ah, okay. Wollte schon sagen, Vegas wird mich doch nicht warnen, wenn das nicht ohne Grund wäre. Ja, für den schon schwierig war. Oh Gott. Aber die KI ist schwach und man hat nicht ein Leben nur. Das kann ich mir nicht schwieriger vorstellen, als was ich vorhin machen musste in der 6. Mission. Kann ich einfach nicht. So, fass mal. Stimmt, die ist ja auch jetzt verfügbar. Also mal die Chance hier zu gucken, was sie drauf hat. Erkennt was, wenn wir einen Stab, wenn ich eine Attacke gegen Angriff, die Fehler machen,
sich zu leeren. Bei einem Kettenangriff ist der dritte Angriff sogar noch durchschlagen als die vorigen. Gib mir jetzt auf, sie kann ihre maximale Gesundheit erhöhen. Entschuldigung, mach du ihre ersten Ordnung. Guck mal. Meine Truppen sind bereit. Originalstimme. Immer wenn ich an Phasma denke, dann muss ich irgendwie immer wenn ich Phasma sehe, muss ich irgendwie an die Olle aus Game of Thrones denken. Brianna heißt sie, glaube ich. Weil ich war auch so ein richtig, weil ich nicht ernst in dem Charakter. So. Wird auch anderen Leuten gut in den Arsch treten. Also, weiß ich. Wie immer direkt hier an sie denken. So die gleiche Stimme, glaube ich. Macht der Sinn, macht der auch. Oh Gott. Alter. Töte Druide. Boah, das ist ja schon wieder einfacher, ist ja klar, ne? Ein Stern. Mein Gott, sie ist, geht hier einfach rein und tötet alles und jeden. So muss das sein. Beende dein Training. Ich nehme an, alle Dings geschafft, ne? Alle Kampfszenarien. Also wenigstens den ersten Stern. Aber wir sind da ja wegen 3 Sterne und der dritte, oh Gott, 3 Sekunden. Aber ich stelle mir ja trotzdem nicht so schwierig vor. Das Problem wird ja wahrscheinlich wieder die Gegner zu finden, ne? Aber wir haben ja noch nicht von der dunklen Seite gespielt. Ich glaube alle, ne? Alle haben wir schon gespielt. Ja. War Vader. 20 Sekunden. Ah, ein Leben, aber ich habe viel AP. Hi. Es gibt kein Entkommen. Ich bin frei. Ihr Narr. Bin im Würgegriff, verstehe ich nicht so. Macht auf Dauerschaden anscheinend, aber. Wertlos. Macht Vader mehr Schaden mit seinem Lichtschwert? Yoda brauchte irgendwie so 3-4 Schläge, das weiß ich noch. Er ist auch klein und alt und ein Frosch. Ja, aber Vader würde ich nur selbstverständlich finden, dass der irgendwie mehr abzieht. Sein Lichtschwert und ich. Ja, das war genau das Problem, was ich mir gedacht hätte. Doch wann? Nur weil ich die Gegner wieder nicht finde, ey. Aber ich kann mir vorstellen, dass Vader mehr Schaden macht, oder? Ich meine, wenn Vader zuschlägt, ne? Dann denkst du ja nicht einfach nur, ouch. Dann verlierst du schon irgendwie. Das tut weh. Aber in Battlefront 1, ja. Ne, das ging überhaupt nicht für mich. Euer Schicksal liegt in meiner Hand. So, jetzt kommen 3, sehr gut. Mal alle hier hin. Keine Ahnung, irgendwie, wenn Luke gegen Vader gekämpft hat in Battlefront 1 immer. Er hat immer Luke gewonnen, weil er einfach viel zu schnell angegriffen hat. Ich hoffe, das wird ja hier ein bisschen anders.
vorbei. Ihr könnt euch nicht verstecken. Wir gehen auf einmal die Tür zu. Mein Lichtschwert ist noch auf der anderen Seite, ne? Aber selbst wenn wir da jetzt hier weniger abzieht oder gleich viel wie Luke oder Kylo Ren oder Co. Der hat ja immer diese Fähigkeit, mit dem er sich irgendwie wieder stärken kann, also dadurch schon wieder ausgeglichen, ne? Ich kann halt immer wieder abwerfen. Ja, mit dem Bürger verstehe ich noch nicht so. Ich meine, die bleiben in der Luft und bekommen Schaden, ja, aber kann ich dann noch irgendwie was drücken oder so, damit die direkt kaputt gehen, weil sonst ist das ja sehr viel schwächer als das von Maul zum Beispiel, weil der macht einmal Bürgergriff und die Gegner sind direkt tot. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwie der Signaturangriff von Vader irgendwie schwächer ist als der von Darth Maul. Versteht ihr? Wo ich mir irgendwie schon der Schwertwurf von Maul irgendwie ja, der hat sich voll verschwenderisch eigentlich, anstatt irgendwie hat Schwert so geradeaus zu werfen, sollte halt auch irgendwie in so einen Bogen geworfen werden, weil der Vater ja das dicke Schwert. So, ich habe nur ein Leben, ne? Ne, ich habe mehrere Leben, glaube ich, aber nur 3 Sekunden, ja. Langsame Fähigkeitenaufladung, okay, das ist schon mal Dreck. Also solange jetzt ganz viele Gegner kommen, ist das jetzt eigentlich nicht so ein Problem. Ich warte jetzt einfach, bis hier ein paar kommen, sich so sammeln, ne? Dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Hi. War mich. So, und jetzt haben wir wieder ein Problem, weil guck mal hier. Ja, wie zum. Genau, das ist das Problem hier. Gegner, die sind natürlich wieder nicht an Ort und Stelle, wo sie so sein sollen. Nochmal Maul. Ich werde immer überleben. Ja, er wirft sein. Ich schwör so, das ist vollkommen idiotisch eigentlich. War ehrlich? Jetzt habe ich 7 Sekunden. Geil, ne? Kommen sie alle gut. Versteckt euch doch nicht so. Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott, wie der sich voll verrückt hat, ey. Boah. Hat er das gesehen?
Er ist voll geflüchtet, dieser Pisser. Ah, das könnte nervig werden. Na, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, Boba Fett wäre sogar gar nicht schlecht. Boba Fett zu euren Diensten. Warum kann er sich nicht ducken, ehrlich? Ja, ich erwarte, ich habe voll die Idee. Wir töten, jetzt sind hier ganz viele Leute. Sie sind nicht hier bereit für das Feuer, das als nächstes kommt. Dieser Typ, ne? Ich bin tot, hab ich gemerkt. Gibt's hier was zu tun? Ehrlich? Am Ende kommen ja wieder viele Leute, aber ja, wieder 7. Jetzt habe ich 7 Sekunden wieder. Wo, wo? Da war eine Menge Leute, die ich getötet habe. Eine Granate gegen mich geworfen, dieser Pisser. Ja, guck mal, jetzt ist voll einfach. Jetzt haben wir nicht voll viele Gegner. Das ist eigentlich nur der Anfang, der Sprich war. Und frecken kann ich ja so oft wie möglich, ne? Aber ich habe keine Raketen mehr kratten. Na komm, dann schaff mal locker. Das war wesentlich einfacher als die 6. Mission. Wesentlich einfacher. Da habe ich mir schon gedacht. Wenn am Ende wieder so viele Gegner kommen, ist klar, dann kriegst du die ganzen Sekunden wieder zurück. Ja. So viel dazu. Ne, da war die eine Mission viel schlimmer. Ja, ich habe Han Solo Schmuggler aussehen freigeschaltet, weil ich 3 Stellen in einem Kampfszenario errungen habe. Ne. Weiß nicht, soll ich bei Arcade noch irgendwie so offscreen ein bisschen leveln? Also nicht leveln, aber. So, Karriere. Schauen wir mal. Wollen wir ja beenden. Ihr macht es mit dir. 3 Sterne in allen Kampfszenarien erringen. Kosmetik ist der dunklen Seite. Der dunklen Seite abschließen, ja. 1000 Gegner erledigen. Ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Aber können wir ja noch mal öffnen hier alles. Gut, dann tun wir noch mal die öffnen. Die sehr dunkle Seite, boom. Warte mal, bekommen. Ich nehme an, auch ein Emote und ein Siegespose.
Die ist wurde und so. Ist hier, ne? Ja, warum nicht? Okay. Da kann ich auch mal zeigen, was ich bei der hellen Seite bekommen habe, weil es ja nicht mehr vorhanden gewesen. Foray war das, glaube ich, einmal. Ein Emote. Du hast Angst. Und bei Luke war das eine Siegerspose, glaube ich. Ja, dir. Ja, die Ausrüstung bei dir besser aussieht. Und ja, gut, haben wir das erledigt. So, dann habe ich noch 19 Kisten. Ich weiß nicht genau, wo ich die alle her habe. Ich nehme an, alles von, weiß nicht, hier Collectors, nicht Collectors Edition, von der, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Vision nochmal heißt. Nochmal die ganzen Dinger hier weg. Ich glaube, ich tue extra mal ein Part machen, wo ich all die Dinger öffne und meine Charaktere ausrüste und so. Damit wir irgendwie im Multiplayer gewappnet sind. Für diesen Part, weiß ich nicht, war es das dann erstmal. Und ja, weil ich der nächste Part, der wird irgendwann mal so spontan irgendwie so reingehängt, wenn ich Zeit habe oder so. Wo ich einfach nur die Kisten öffne und guck, was da drin ist und in Ruhe alles ausrüste. Weil wenn ich halt irgendwie, wenn ich irgendwann, ich will halt alles auch zeigen, ne? Und ich will jetzt nicht den ersten Multiplayer-Part irgendwie starten, damit ich während nicht irgendwie, weil nicht 20 Minuten lang Kisten öffne, also tue ich nochmal extra einen Part machen. Muss jetzt nicht jeden interessieren, muss auch nicht jeder gucken, kann ich auch verstehen, also pff. Aber ich will halt einfach auch aufgenommen haben, wie ich die öffne, um zu gucken, was da drin ist. Und vielleicht auch noch hinterher fragen, was das alles ist. Und ja. In dem Sinne sage ich dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Multiplayer. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas. Das wäre nett. In dem Sinne, tschüss.